Kutsche. Kutsche. Da kommt auch die Stella für aus der Haustür. Ah, da kommt sie gleich. Da heben die ja auch dann für ab. Kutsche, Kutsche. Ah, Dagi. Ja. Und die Stelli direkt wieder rein. Ah, das ist eine Nuss, ne? Hm, Dagi? Ah? Ja. Das ist ein Flauschi-Bettchen. Ein schönes Flauschi-Bettchen, Dagi-Mann. Hm? So. Kommt ihr wieder? Fein. Hä? Bruni! So, Kinders. Weiter aufräumen. Gleich verschwindet auch die Sonne dahinter den Bäumen. Dann wird's frisch. Frisch, frisch wird's dann. Um nicht zu sagen, arschkalt. Die nächsten Nächte sollen sogar -6, -8 Grad bringen. Aber tagsüber, wenn er tagsüber dafür so wäre, ist mir egal. Ich habe alles tüchtig abgedeckt. Ich hoffe, dass das alles mir erhalten bleibt, ne? Ja, knollen alle in Sicherheit, ne? Ja, so hier mein Fridolin, das ist für dich, mein Fridolinchen. Ja, leg ich schon mal hier drauf, ne? Zum Tüffi muss der Gute, ne? Zum Tüffi muss der, ne? 14 Jahre alt, aber ich habe ihn ja kaum gefahren, da kann ja nicht viel dran sein, ne? Ich hoffe, dass der so durchrutscht. Nee, ist ja auch keine Gammelkarre. Das ist ja wirklich ein schön gepflegtes Auto. Muss man den Leuten ja echt lassen. Ne? Die haben den tipptopp gepflegt. Hab die Tage auch mal unten drunter geguckt, tippitoppi. Also ich hoffe sehr, dass der keine Mängel hat. Ich meine, man kann sich auf keinen verlassen. Man weiß nicht, was einer einem verkauft hat. Aber der klingelt nicht, der rappelt nicht. Ne, hoffen wir. Ne? Höchstens bremsen vielleicht. Ne? Mal gucken.